Star Wars. 100% begeisterte Star Wars Fans bei Facebook. Meiner einer, euer Admin, macht einen neuen Videoclip für den November 2018. November 2018, am 8. November kommt Rebels, vierte Staffel. Können wir dann endlich über die sogenannte Advent- und Weihnachtszeit uns alles anschauen. Für die, die Rebels mögen, weil abgelöst wurde es ja durch Resistance. Und Resistance kommt samstags um 9.20 Uhr. Um 9.20 Uhr haben Berufstätige keine Zeit, sich das anzuschauen. Am 14. bzw. am 13.10. war ja die erste Folge zu sehen. Eine Woche später die zweite Folge zu sehen am 18. Aber leider wurde das am 19., also auf dem Sonntag, wurde das nicht gezeigt. Komischerweise, kommen wir jetzt auch mit den Daten durcheinander, aber es wurde nicht gezeigt. War schon ein bisschen merkwürdig. Ein bisschen recherchiert, sollte Resistance nicht ankommen, während die Staffeln, 20 haben sie, also nicht 20 Staffeln, sondern 20 Folgen wurden geordert für den deutschen Programm XD von Disney. So, es ist November, locker vom Hocker heute mal aus der sogenannten Shop, ja, nicht aus der sogenannten Star Wars Lounge, die da hinten ist, und der Star Wars Stammtisch. Nein, jetzt mal Star Wars aus dem Shop-Bereich, weil ein Kunde hatte bestellt und ich habe ihn bestellt und er hat auch bekommen. Und die andere konnte ich nicht zeigen, da ging leider unter, der Fall mit ihm. Aber wie ich diese Figur gesehen habe, die er da bestellt hat, der Kunde hat den Snoke bestellt und ich habe ihm die sofort zukommen lassen. Und wie ich diese Figur gesehen habe, habe ich gesagt, weißt du was, da mache ich sofort die November-Sendung raus, locker vom Hocker. Also wenn man sich die Figur genau anschaut, ich will hoffen, dass die Kamera es einfängt, wir haben hier zu viel Licht im Moment, im Studiobereich ist weniger Licht, aber hier im Shop-Bereich brauchen wir Licht für die Kunden. So. Star Wars, nicht eng sehen, wenn hin und wieder da mal steht, weil einige Kunden halt das sagen, was sie sagen. Mir gefällt Star Wars nicht mehr. Einigen Kunden gefällt Star Wars nicht mehr, seitdem Disney es übernommen hat. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist eben so. Wir sind 100% die Begeisterten von Star Wars, wir mögen Star Wars. Meiner einer mag Star Wars wirklich, egal was. Schaue ich mir an und ist ja Star Wars, lege ich zur Seite und dann stimmt die Sammlung. So. Ein Sammler bin ich leider nicht, war ich noch nie, weil ich ja da involviert. Wenn man involviert, hat man die Figuren immer um sich, dann bemerkt man es nicht. Und dann hat man auch sehr viel um sich und wenn die dann gekauft werden, merkt man nicht, weil so viel wurde noch nie gekauft, dass man plötzlich keine Figur mehr um sich gehabt hätte. So, jetzt sieht das natürlich komplett anders aus. Jetzt werden natürlich nur noch Figuren eingekauft für diejenigen, die diese Figuren haben möchten, so wie diese hier, die ist bestellt worden, dann habe ich sie für den Kunden bestellt und er kann sie jetzt abholen. Er ist fleißiger Sammler von 6-Inch Figuren und die sah verdammt gut aus, muss ich sagen. Man hat sich da richtig Mühe gegeben, auch das Kleid sozusagen, was er trug, der Snoke, war also nicht schlecht. Das andere habe ich nicht gesehen, das war Kabukiya. Artfix wird wohl genauso gut gewesen sein, weil Artfix kann ich leider nicht, also die lasse ich, wenn überhaupt, lasse ich die machen. Artfix ist an sich eine wunderbar verpackte Sache, also Ware, die wirklich wunderbar verpackt worden ist. Total Explosion, man hat die Figur in einer sogenannten Explosionsmaschinerie drin, also in so einem Plastik, und dann holt man die nach und nach raus und baut diese Figur auf und stellt sie sich dann ins Regal. Ja, Star Wars muss man nicht erklären. Nur wenn man sich Star Wars anhört oder liest, Sternkrieg. Sterne bekriegen sich, tun sie nicht. Es war und es wird auch immer bleiben. Die sogenannte Skywalker-Saga von Anakin Skywalker und seiner sogenannten Familie. Seinen Ausraster. Erst bringt er alle um, weil die Mutter. Dann bringt er seine eigene Frau sozusagen um, indem er ihr das Herz stiehlt. Sie hätte also den Mut an ihn verloren.
So wird uns das, oder so wurde uns das bis heute dargestellt. Jetzt kommt E9. Von E9 haben wir noch so gut wie gar nichts gehört. Man hat nur gelesen, dass ISAC gesagt hat, dass die... Morgen, Grüße. In der November-Ausgabe von Locker von Hocker hier, Star Wars Locker vom Hocker Show, auch so Star Wars Show ist ein bisschen wenig, was die da so erzählen. Sie zeigen einige, die da am Arbeiten sind. So richtig ist im Moment nicht viel los. Also Disney erzählt auch nicht viel über E9, außer ISAC. ISAC sagt, wir dürfen ein bisschen mehr improvisieren, wir dürfen auch schon mal ein bisschen was anderes machen, wie die Regie es sich gedacht hat. Also wird E9 schätzungsweise ein bisschen lockerer. Also die Schauspieler fühlen sich also am Set ein bisschen aufgehoben. Man sieht nichts, man hört nichts, man zeigt auch nichts, weil einige Schauspieler doch der Meinung waren, man sollte im Bereich von Star Wars doch ein bisschen den Level senken. Der Level war verdammt hoch. Disney hat wirklich versucht, da eine riesen Blase hochzufahren, aber die ist ja durch Solo und durch 8 ziemlich stark geplatzt, dass halt nur 7 übrig geblieben ist. So, 7 ist übrig geblieben, Rogue One ist übrig geblieben, sind also 2, die wirklich gut angelaufen, die auch gut in der Resonanz, ja, Rogue One sowieso, Rogue One hebt 4 hoch. Hallo Brisse, hi! Hi! Das war die nette Post, die wiederum Ware für den nächsten Kunde gebracht, aber hat nichts mit Star Wars zu tun. Also wie gesagt, Star Wars ist jetzt in einer gewissen Option, alles wieder zu kitten, alles wieder zu bereinigen. Resistance, wie gesagt, hat mit unserem Alter nichts zu tun. Man kann es sich anschauen, ich habe es mir ja angeschaut. Der erste Teil zeigte schon, dass er so ein wissbegieriger junger Mann ist, der da zu einem Rebell umerzogen wird, der überhaupt gar keine Ahnung hat, dass es Rebellen gibt. Ja? Er meint, Rebellen gibt es und so weiter. Also es ist ein ziemliches Durcheinander. Man ist halt so gegen die Ordnung, gegen die erste Ordnung, ja, sind sie halt und sagen, ey Leute, ne? Ey, gibt es da, also ein bisschen merkwürdig auf Deutsch gesagt. Seine Handlung ist ein bisschen merkwürdig, ja, von Resistance. Er ist halt, er hat zwar gewonnen, das ist richtig, und jeder möchte seinen Pokal jetzt haben, weil sein Pokal sehr, sehr wertvoll ist. Den hat er leider also auch schon zerbröselt, weil er seinem ärgsten Feind sozusagen, seinem Widersacher, doch geholfen hat. Ja, anstatt ihn da auszusetzen, den Piraten, denn es geht um Piraten und so weiter. Also hat nichts, ein bisschen sehr merkwürdig. Also die erste Ordnung wird hochgefahren, damit wir endlich wissen, wo die herkommt, wie die entstanden ist und wer die nachher übernommen hat, die erste Ordnung. Pasma war schon da, Admiral Ledana, also Organa, Leha als Admiral oder keine Ahnung, was sie darstellt. Poe Dameron war schon da und wie gesagt, der junge Darsteller, der jetzt ein bisschen merkwürdig rüberkommt. Im zweiten Teil war ein bisschen verworren das Ganze. Wie gesagt, XD, also Disney XD hält sich so nicht dran, macht sehr viel Werbung dazwischen. Also ist jetzt, also man kann jetzt nicht gucken und sagen, wow, gefällt mir oder was. Um 9.20 Uhr ist man sowieso nicht so aufnahmefähig. Ja, man trinkt gerade sein Käffchen da und sagt, komm, mach an, schauen wir uns mal eben an. Ich habe die ersten beiden aufgenommen, heißt zwar immer Rekruten, ich weiß nicht, ob das immer dasselbe ist, hat also keinen anderen Titel wie Rekrut, der Rekrut halt, der da den Mechaniker, der vom Mechanik überhaupt keine Ahnung hat, der bastelt sich da ein zurecht und jeder sagt immer, in welcher Akademie warst denn du? Ja, in welcher Akademie hast du denn überhaupt gelernt und so weiter und so fort? Wenn man sich das Ganze anschaut, es ist an sich immer dasselbe. Ja, Monolog, Dialog, Prolog ist aus anderen Filmen übernommen. Auch bei Han Solo gab es ja auch einige Slapstick, die man an sich in anderen französischen Spielfilmen gesehen hat. Wenn ein Auto quergestellt wurde, dann irgendwo zu lang gefahren, dann stehen geblieben, war halt da genauso. Ich meine, der Film wird nicht neu erfunden. Star Wars wird auch nicht neu erfunden. Star Wars ist überhaupt nicht neu erfunden. Die Saga im E-Bereich, also im Episodenbereich,
geht weiter. So, wo natürlich jetzt ein Augenmerk drauf liegt, ist die Realserie. Die Realserie hat sogar George Lucas besucht. Und ob er da hat auch was einfließen lassen, wird man sehen. Also die Realserie wird für Amerika gedreht. 2019 wird die gezeigt im eigenen Disney Channel. Ob das nach Deutschland oder nach Europa kommt, weiß man noch nicht. Jetzt wird erstmal nur für Amerika gedreht. Man versucht wohl, die 100.000 Hasser wieder zu beruhigen, sie wieder zurückzuholen, dass die wieder Fuß fassen und wieder auf Star Wars zugehen. Vermute ich mal. Weil hier in Deutschland, in Europa ist ja ziemlich ruhig. Hier ist an sich okay, hier darf man ja an sich auch nichts Negatives gegenüber Star Wars sagen, weil das wird dann einem sofort übel genommen. Ja? Also hier ist Star Wars immer noch auf eine Art positiv, nur die Kunden halt, die Kunden nicht alle bestellen. Ja? Viele sagen, nee, mag ich nicht mehr, ist also nicht mein, ist nicht mein Ding, mag ich überhaupt nicht, nee, dann ist vorbei. Viele, die vor dem Schaufenster gestanden, wie wir riesige Kulissen da errichtet hatten, waren auch euphorisch, aber wir mögen halt nur 4 bis 6. Rogue One geht auch, weil Rogue One wertet 4 auf. Da sind wir alle einer Meinung, Rogue One macht E4 so richtig nach vorne, ja, das macht richtig viel Spaß. Dann wirklich Star Wars an dem Tag, wenn man Rogue One anmacht, mit 4 weitermacht, ja, und wenn man Zeit hat, kann man dann 5 und 6 sich auch noch anschauen, aber mehr so 3, also 3, also Rogue One und 4 in einem Block, ja. So, 4 Blöcke gibt es, männlich, weiblich, in den Altersgruppen. Ja, der 5. Block, der, wie gesagt, dieser Disney-Block, wo jetzt Disney anfängt, Fuß zu fassen, wo Disney die Formung beginnt. Ich meine, viele haben schon gesagt, ah, Pluto als Chewbacca. Morgen! So, ihr Star Wars-Fans, ihr seid immer Star Wars-Fans und ihr lasst euch auch so nicht unterkriegen. Richtig, meiner einer auch nicht. Ich hatte viel zu tun gehabt heute, weil es gibt ja so immer vor Weihnachten, sind immer so Sachen, da freut man sich auf Star Wars, nur dieses Jahr halt nicht. Dieses Jahr können wir uns nicht auf Star Wars freuen. Resistance ist leider auch nicht so bekannt. Destiny ist auch nicht so bekannt, obwohl es bei YouTube läuft. Wir warten alle auf die Episode 9. Wir hoffen, dass sie erscheinen mag. Wir hoffen, dass sie kommt, also gut kommt. Am 19.12.2019 soll es hier in Deutschland erscheinen, Episode 9. Wir wissen nichts darüber, wir können richtig googeln. So richtig wissen wir nichts diesmal. So, wir wissen nur, dass die Schauspieler zum ersten Mal dort improvisieren dürfen, lockerer sind. Das ist das Einzige, was wir wissen. Hi. Ja, ich bin so gut, ne?